Hier habe ich die alte Warte an der Landwehr bei Barbes besucht. Zuallererst muss ich mich allerdings bei den beiden Motocross-Piloten bedanken, die mir auf meiner Radtour in der Feldmark geholfen haben. Ich stand ohne Karte und ohne Netz in einer Art Nirgendwo und hätte an diesem Tag gar nichts mehr gefunden, wohl auch den Heimweg nimmer. Vielen herzlichen Dank für die Hilfe. Ich bin also von Herzberg nach Barbes durch die Feldmark gefahren und kannte die Strecke nicht. Über die alte Straße nach Scharzfeld und von dort über die Harzstraße nach Barbes kann man das Portal von der Landwehr, auch mit dem Rad, sehr gut erreichen. Das wäre der bessere Weg für mich gewesen. Die alte Warte ist ein Turm an einer Landwehr. Heute befindet sich dort ein sehr cooler Grillplatz mit einer Wetterhütte. Wie man in dem Film sehen kann, gibt es auch eine Feuerstelle für ein Lagerfeuer im Freien und eine Wiese als Lagerplatz. Ob man dort zelten kann, weiß ich nicht. Für die Nutzung des Platzes muss man den Harzclub Barbes fragen, die einem sicherlich auch diesbezüglich Auskunft geben. Kontaktinfos finden Sie in der Beschreibung des Films. Die alte Warte steht wie ein Dornröschenturm am oberen Ende des Areals. Hier gibt es eine Eisentür mit tollen Wappen drauf, die offen war, als ich dort war. Den Turm erklimmt man auf eigene Gefahr. Bei einem Blick durch die Schießscharten kann man erahnen, dass dieses schöne Ausflugsziel in alten Tagen eine andere, weniger erfreuliche Funktion hatte. Infotafeln des Landkreises Osterode und des Harzclub Zweigvereins Barbes klären vor Ort den Interessierten über die Geschichte der wohl im 14. Jahrhundert errichteten Warte auf. Illustrationen zeigen, wie es hier wohl früher ausgesehen hat. Eine Landwehr war eine Siedlungsschutzanlage, ein antikes Beispiel ist der römische Limes. Durchlässe gab es nur auf Durchgangsstraßen, an denen Waren- und Personenkontrollen stattfanden. So dienten Landwehren auch als wirksame Zollgrenze. Handelswege wurden früher beidseitig durch Landwehren begleitet. Diese dienten dem Schutz vor Überfällen und zur Kanalisation von Verkehrsströmen und verhinderten so das Umgehen oder Umfahren der Kontroll- und Zollstelle. Ein friedlich geeintes Europa ohne erkennbare Grenzen finde ich viel erfreulicher.